Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenonauts. Wir wollen mal gucken, ob wir Australien davon abhalten können, unser Projekt zu verlassen. Hatte überlegt, ob wir vielleicht eigentlich ist ja Team 2 mal wieder dran. Andererseits haben wir bei Team 1 jetzt, glaube ich, schon die Möglichkeit, auf Plasmawaffen umzurüsten, ne? Ja. Und wenn wir das jetzt auch noch rüberschicken, das dauert dann noch länger. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt auch nochmal mit Team 1. Die nächste Basis ist dann aber für Team 2 vorgesehen. Weil die haben jetzt schon länger nichts mehr gemacht, wenn ich das richtig überblicke. Okay, also, wo haben wir unsere Assaults hier? Laser Carbine kommt weg. Das kommt auch alles weg. Und Plasma Carbine. 55 Energy. Was macht der Laser dazu? 38. Jo. Super Sache, super Sache, super Sache. Dann brauchen wir allerdings 1. 2. Gut. Ja, für dich auch. Kannst du ja auch gleich in die Hand nehmen. So. Gut, ansonsten sind wir ausgerüstet. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal los. Die lassen uns ja hoffentlich in Ruhe. So, dann holen wir das Ding hier noch vom Himmel. Was ein bisschen Bonus wieder gebracht hat. Kommen wir vielleicht mit dem Foxtrot daran? No range. Nope. Zu weit weg. Ja. Okay, noch ein bisschen mehr Info. Wie weiter? The heavy fighter is a small alien air superiority craft. It is much tougher than the fighter UFO and possesses weapon systems capable of shredding a conventional interceptor such as the Condor in moments. Ja, gut, dass wir den Corsair hingeschickt haben und es vor allem auch nicht von Hand gemacht haben. The wings of the vessel house most of it of the vital system, avionics, thrusters, weapons, with surviving fragments suggesting that all of these are significantly more advanced than their equivalents on the basic fighter. It seems that the craft houses a reactor in each wing, making significantly more power available to the various components. This is probably what makes the heavy fighter so much more formidable than its predecessor. Dismantling the central saucer reveals the identity of the pilots, a Harridan. Ja. Lies sealed inside the craft saucer, curled into the fetal position and plugged directly into the UFO sensors and control system. Ich nehme an, das ist eine neue Alienrasse, die wir noch nicht kennen, ne? Oder waren das? Ne, das waren Androns. Ja. Oder? Diese Roboter. Das sind nicht Harridans. Ah, gut. Mal gucken, wie treffen wir sie noch.
The creature's armor draws power from the craft reactor and provides all required life support functions, making it likely that the pilots are permanently incarcerated within their craft when built. Okay. Könnten hier noch per Tag. Wird das Tag? Ist das noch Tag? Nee, das wird Nacht. Aber wir könnten dann ja eventuell damit. Da können wir ja mit Team 2 hinfliegen. Das klingt nach einer guten Idee. Ja, das wäre Nacht geworden. Engage! Okay. Wir haben eine Tür und können uns jetzt erstmal aufstellen. Okay. Gut, na dann mal los. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Hier sind keine Türen, ne? Nicht, dass ich hier irgendwo eine Tür übersehe, durch die wir dann überrascht werden. Das ist keine Tür, ne. Okay. Oh, euch kennen wir. Und dann begrüßen wir euch mal. Du da Block. Spiel. Dankeschön. Okay. Und dann müssen wir unser Deployment gleich mal umdenken. Oder gleich mal ein bisschen umdenken. Unsere Heavies müssen näher ran. Gut. Wohl, ja, besser nach hier. Jo. Okay. Oh, hi. Thank you.
Sag mal. Also. Da ist der nächste. Kommen wir da hin? Leider nicht ganz. Ja, das Schöne bei den Viechern ist ja eigentlich, dass sie zu uns kommen, ne? Wo? Da. Hast du sie nicht bewegt, oder? Nope. Würde ich von hier treffen? Auch nicht. Gut. Naja. Dann kommt mal langsam her. Eine Sekunde mal kurz. So, und da bin ich wieder. Jetzt hast du dich bewegt. Bringt uns das was? Nee. Nee. Wie weit können wir werfen? Immerhin. Mensch, das ist eine Menge Aktivität hier. Jetzt sind schon zwei. Steht da der nächste, den können wir aber treffen. Oder auch nicht. Zweiter bis hier. Gut. Können wir die anderen Heavy eigentlich hier hinstellen? Das ist nicht der Heavy. Wo ist der andere Heavy? Der andere Heavy ist hier. Okay. Wo schießt du denn? Das ist ein bisschen mistig, gebe ich zu. Schlechter Winkel. Okay, ganz offensichtlich können wir dich treffen. okay, da im Eck. Unbefriedigend. Unbefriedigend. Mal gucken, wie viele das noch werden hier. Das kostet 58. Das reicht nicht.
Irgendwann kriegen wir euch. Na also. Bisher ist das hier sehr entspanntes Kämpfen, hallo? Funktioniert nicht. Hinter dem höchstens dahin schießen, was nicht wirklich was bringt. Ihr müsst schon ein bisschen weiter in den Raum reintreten, liebe Roboter. Okay, jetzt sind gar keine mehr da. Na gut. Noch mal ein bisschen geduldig sein. Ich weiß, es ist nicht extrem spannend, aber wenn man so die Möglichkeit hat, stellt sie immer wieder dahin. Die Möglichkeit hat, dann sollte man die auch nutzen. Nee, kommst du einfach nicht hin. Die KI weiß schon, wo sie sich hinstellen kann. Aber um den Satz noch zu Ende zu bringen, also wenn man so eine gute Position hat, die wir hier geschenkt bekommen haben, dann müssen wir das auch ausnutzen. Ja, kommt immer nur kurz gucken. Ne? Bleibt dann da stehen. Nehme an, jetzt steht er wieder direkt ein Feld davor. Jo. Wieder weg. Jo. Und in der nächsten Runde ist er wieder da. Nee, jetzt ist da einer. Hurra, hurra, hurra. Entschuldigung. Och, come on, Spiel. Machen wir so. Solange sie immer wieder für Nachschub sorgen, ist das eigentlich eine feine Sache. Ich meine, uns geht zwar irgendwann die Muni aus, aber erstmal haben wir ja noch ein bisschen was und die Laser-Muni können wir auch untereinander tauschen zur Not. Ja, übliche Problem. V
Von wo könntest du ihn treffen? Hier siehst du ihn aus irgendeinem magischen Grund nicht mal. Probier es. Haben wir einen anderen, der richtig gute Reaktionen hat? Du hast die reicht nicht weit genug. Du hast aber das. Dann machen wir das vielleicht mal mit dir. Das ist vielleicht eine bessere Idee. So. Gut, übliche Prozedere. Bist wieder weg. Jetzt bist du wieder da. Richtig? Jo. Sechsundsechzig, du könntest also. Nice! Very nice. Ja, ich fürchte, so langsam gehen ihnen die Roboter aus. Also die hier freiwillig vorkommen. Also vordringen. Ja, na, 3 Runden geben wir ihnen noch. Sind auch nicht mehr so viele Türen. Haben wir sie ein bisschen demotiviert wahrscheinlich. Kann ich verstehen. Oder? Die haben ja jetzt schon, ich weiß nicht wie viele. Können wir mal durchzählen. 1, 2. Die Drohne 3, 4, 5. Also 5 waren es bestimmt schon. Und das hat ja irgendwie keinen Fortschritt gebracht. Ja, na komm. Nee. Das Blöde ist, dass wir uns jetzt aufteilen müssen. Und jetzt diese wunderbare Taktik, die so perfekt ist und so wenig Risiko hat, jetzt leider nicht mehr funktioniert. Okay. Na? Nee, wir sehen, die Türen bleiben alle zu. Ja, da würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das war sozusagen ein Video komplett risikolos. How to kill aliens without getting shot at. Obwohl, wir haben auf uns geschossen. Aber ja, ich fürchte, jetzt müssen wir die sanfte Umarmung unserer Startbehausung verlassen und ins unschöne Leben hinaustreten. Ich würde sagen, nach diesem doch sehr zen-artigen Video gibt es dann die etwas, wahrscheinlich etwas actionlastigere Geschichte einfach beim nächsten Mal. Ich bin jetzt auch so auf dem hier passiert nichts Trip. Da werde ich nur Fehler machen, wenn ich jetzt hier vormarschiere. Also, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder, dann mit ja, richtiger Action. Also, bis dahin. Tschüss.